bei den freien Trägern, die so genannt werden, freie Träger, SKM, SKF und wie die alle heißen, die Obdachlose unterbringen und dafür Geld bekommen, muss eine Erklärung öffentlich abgefordert werden, in der sie kritisieren, wie sie in den vergangenen Jahren mit Obdachlosen umgegangen sind. Wir haben durch Housing First eine Kehrtwende, man kann sagen europaweit, in der Haltung gegenüber obdachlosen Menschen, die besagt, es darf keine Bedingung geben, um einem Menschen eine Wohnung zu geben. Wohnen ist ein Menschenrecht. Und seitdem dieses Konzept Housing First in der Öffentlichkeit ist, müssen diejenigen, die die Obdachlosen als Objekte behandelt haben, sie haben ihnen Notunterkünfte angeboten mit Mehrbettzimmern und die Türen ausgehängt und bei jedem Wind und bei jedem Wetter morgens um 8 Uhr wieder auf die Straße gesetzt. Das ist menschenunwürdig gewesen und hat damit dazu beigetragen, dass den Leuten der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und sie weiter labil geblieben sind. Und das ist etwas, was wir fordern müssen. Wir müssen eine Entschuldigung fordern für die jahrzehntelange Behandlung von Obdachlosen in der Bundesrepublik Deutschland. Was zu den Grünen noch zu sagen ist, habe ich heute Morgen rumgeschickt und ich möchte das mal zitieren. Die grüne flüchtlingspolitische Sprecherin Dilan Yaciolu hat einen Dringlichkeitsantrag gestellt für die Behandlung von Flüchtlingen in Köln. Und ich zitiere, eine würdevolle Unterbringung in Einzelunterkünften muss das Mindestmaß sein. Die Stadtverwaltung muss alles dafür tun, um die unselige Gemeinschaftsunterbringung wie in der Herkulesstraße zu beenden. Damit mindern wir Konflikte und sorgen dafür, dass sich Menschen, die in ihrer Heimat keine Perspektive mehr haben, besser in unsere Stadtgesellschaft integrieren können. Wir unterstützen das natürlich, dass die Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge abgeschafft werden. Wir unterstützen, dass Flüchtlinge in Wohnungen unterkommen. Aber wir fordern gleichzeitig, dass dasselbe mit den Obdachlosen geschieht. Und das geschieht nicht. Wir haben von den Grünen noch nie gehört, dass von einer würdevollen Unterbringung für Obdachlose die Rede war. Und warum sprechen Sie bei Flüchtlingen von einer würdevollen Unterbringung und bringen diese Worte bei den Obdachlosen nicht über Ihre Lippen? Das müssen Sie uns erklären. Ich möchte daran erinnern, dass wir gefordert haben, die Obdachlosen in abschließbare Einzelzimmer unterzubringen. Und es ist nicht geschehen. Und unter dem Druck unserer Forderungen und der Unterstützung in den Kölner Medien, das muss man anerkennen, dass Express und Stadtanzeiger das ausführlich berichtet haben, fand dann am 23. Dezember die Eröffnung einer Wärmeunterkunft statt im Pantalonsweg 20 für 23 Obdachlose. Die sollten dann von 10 Uhr bis 15 Uhr im Dezember dorthin kommen können und sich aufwärmen. Herr Rau, Sozialdezernent, und Herr Rudolph, ordnungspolitischer Sprecher der Grünen, haben sich in den Medien gelobt und solche pastoralen Töne von sich gegeben. Ich zitiere, in der kalten Jahreszeit brauchen wir dringender denn je Mitmenschlichkeit für obdachlose Menschen. Ich freue mich, dass nun ein weiteres Wärmeangebot von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit sozialen Trägern geschaffen wurde, zudem ein Raum, der gut erreichbar in der Innenstadt liegt. Für 23 Menschen gehen die an die Öffentlichkeit am Tag vor Weihnachten und sagen, wir haben etwas mit Mitmenschlichkeit geschaffen.
ohne ein Wort zu sagen, wo gehen denn die Obdachlosen hin, die dorthin gekommen sind zum Aufwärmen, wenn sie diese Räumlichkeiten um 15 Uhr oder um 18 Uhr verlassen müssen? Was sind das für Sozialpolitiker in Köln, die zu solchen Aussagen fähig sind und uns auf diese Weise klar machen wollen, dass es eine soziale Beziehung zur Obdachlosigkeit gibt? Das sind Leute, die machen PR für sich und ihre Karriere und haben überhaupt keine Empfindung für das, was den Obdachlosen in der Stadt und in ihrem Alltag hier geschieht. Ja. Danke. Ich gebe jetzt das Mikrofon dem Jörg Dich. Und ich waren dann eingeladen bei der SPD und wir haben besprochen, wie wir den Obdachlosen helfen können in der SPD-Fraktion. Und da war es so, dass die FDP, die Frau Heuer, die es jetzt mit Sozialem nicht so viel am Hut haben, die haben die Schnauze voll gehabt. Die haben ja auch den Druck von den Eigentümern, von den Geschäftsleuten, wo die Obdachlosen in den Passagen schlafen und ihre Notdurft verrichten, da etwas zu unternommen wird. Und wir haben damals die SPD gebeten, doch vordringlich reinzuschreiben, dass abschließbare Einzelzimmer für alle Obdachlosen gemacht werden. Und ich sage jetzt schon mal dazu, über die SPD haben wir auch ein Papier gekriegt, was da in der Stadtverwaltung läuft an Diskussionen. Und da ist ein Rechtsgutachten dabei und da steht drin, dass sie gar keinen solchen Anspruch haben. Das ist zwar falsch, aber das zeigt erstmal, ich zitiere das nur, um zu zeigen, es ist kein Rechtsgutachten, aber einfach zusammengefasst, Punkt, 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 haben die keinen Anspruch. So, nur über Nacht und so weiter, ist alles falsch. Aber das ist die Rechtsauffassung der Stadt Köln. Und das ist natürlich wichtig, wir werden dagegen vorgehen, aber es ist wichtig natürlich zu sehen, wenn wir jetzt mit dieser Forderung hier vorwärts kommen wollen, welche Auffassung die Gegenseite hat. Wir haben dann, die SPD hat das gemacht, und es war eine super Veranstaltung, der Klaus der Geiger hat gespielt. Der war schwer krank gewesen, der hatte beinahe sein Leben ausgehaucht, der hatte Legionärskrankheit, der war wieder noch genesen und ist trotzdem in den Fahrrad gekommen und hat da gespielt. Er hat unter anderem einen wunderbaren Song gespielt, wie Walter Herrmann in den Himmel kommt und was er dem lieben Gott dann sagt. Den gibt es noch nicht aufgenommen, den hat es Heinz Weinhausen hat den Text hingehalten, ich das Mikrofon. Das war jedenfalls eine Uraufführung, das war erste Sahne. Es war wirklich eine gute Stimmung, das war wirklich toll. Und dem Klaus, dem geht es wieder besser, möchte ich mal sagen. Und das war eine schöne Veranstaltung. Und da war die Marie Kustes von der SPD, die war die ganze Zeit da. Und die ehemalige Bürgermeisterin, die Elfi Joa Antwerpes war da und hat geredet. Und von der Linken war der Jörg Dädchen da, hat gesprochen. So, und dann ging das drum los, wie das weitergeht. Und dann haben die uns gesteckt, also die haben ja den Antrag dann am Ende zurückgezogen. Und zwar haben die uns gesteckt, die SPD, die Grünen, die wären sehr wohl bereit, das alles aufzunehmen. Aber das dürfte nicht von der Opposition kommen. Ja? Das müssen Sie formulieren. Und haben dann praktisch in Aussicht gestellt, dass in dem Sozialausschuss, dass es heute am 13. Januar dann Antrag kommt. Zu diesem Antrag, den habe ich schon weitergeschickt. Ich habe heute die ganzen Anträge zugesendet bekommen. Ich habe das hier auf meiner Hosentasche, auf meinem iPhone ist das, können wir vielleicht später auch noch vorlesen. Ich möchte dazu was sagen. Zu diesen Anträgen heute haben wir den 13. Januar, das heißt, es ist seit 3 Wochen Winter. Und es ist seit mindestens 8 Wochen ist es kalt. Und wir haben ja im November selber auf dem Bahnhofsvorplatz genächtigt. Und da kriegt man so ein kleines Gefühl, was das heißt, wenn man rund um die Uhr in den Klamotten steckt und nachts frieren muss. Das heißt, die Notlage ist nicht erst seit jetzt. Und es ist für mich absolut nicht nachvollziehbar,
wie eine Partei, wie die Grünen, die sich ja, ich bin bei den Grünen, wir haben uns immer für Randgruppen und immer für Obdachlose eingesetzt und für die Initiativen eingesetzt, wie es dann möglich ist, dass so ein Thema einfach bis in den Januar geschoben werden kann. Das finde ich einen absoluten Skandal und eine absolute Verachtung gegenüber diesen Menschen, weil die offensichtlich nicht mehr ins grüne Portfolio passen, diese Mittelschicht, die Kohle haben und Aufsteiger sind und die sich auch die Wohnungen leisten können. Das ist eine erschreckende Abwärtsentwicklung, die wir unbedingt anprangern müssen, um hier mal klarzustellen, worum es eigentlich geht. So, und dieser Antrag, der jetzt vorliegt, von der Regierungsfraktion, Ratsbündnis, dieser Antrag bringt nichts anderes als das, was wir vor einem Jahr, das war eben, glaube ich, auch am 14. Januar, beschlossen haben. Das heißt, die Herrschaften haben ein Jahr gar nichts gemacht. Das finde ich ebenfalls unverschämt, dass eine Partei, die den Namen verdient und die in der Lage ist, sachgerecht zu arbeiten, sachbezogen zu arbeiten, verfolgt solche Dinge natürlich, entwickelt sie weiter und guckt dann, was im Sommer über geschieht und wartet nicht auf, bis sie kurz vor Weihnachten dann von der Opposition aus dem Sommerschlaf geweckt werden. Das ist eine unglaubliche Unverschämtheit. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Ich sage jetzt kurz, weil ich nicht ewig reden will. Wir haben gestern, die Linke hat gestern eine großartige Sache gemacht. Der Jörg Dätschen hat uns versprochen, dass er hier vorbeikommt und was sagt. Die Linke hat gestern die ehemalige Sozialdezernentin von Berlin, Elke Breitenbach, zu einer Online-Konferenz eingeladen. Da war es zum Beispiel so, dass auch wir was sagen durften. Und die Gölsch Linder war zum Beispiel dabei. Und in dieser Konferenz ging es darum, dass in Berlin bereits der Senat basiert auf der gestellt haben, der fast identisch ist. Hieß es noch, das wäre alles gar nicht so einig. Wir könnten das ja locker mal einen Monat in den Sozialausschuss schicken. Jetzt kriegen wir heute Vormittag einen Dringlichkeitsantrag. Offensichtlich ist den Kolleginnen und Kollegen aufgefallen, dass es eben doch dringlich ist. Und wir haben jetzt einen ganzen Monat vertrödelt, den wir gut hätten nutzen können, um Dinge umzusetzen. Denn es ist schon seit einem Monat kalt. Ganz genau. Nicht ganz so kalt wie heute, aber zwischendurch schon. Ich bin mal gespannt, was jetzt gleich in der Sitzung rauskommt. Denn, wie Herr Kippe eben schon vortrug, dieser Dringlichkeitsantrag ist ja deutlich weichgespült und enthält aus unserer Sicht eine ganze Menge Punkte nicht, die wir für sehr dringlich halten, die wir ja auch vorgetragen. Vielen Dank. Danke, Herr Pelzer.